der Applaus ist berechtigt. Ich komm noch mal raus. Wenn der bei mir schon nicht kommt, wie soll das dann bei unserem Stargast werden? Geht doch! Ihr lieben Freunde, einer alten Tradition wollen wir folgen, auch an diesem Pyramidenfest. Und jedes Jahr zum Pyramidenfest laden wir uns einen Stargast ein. Viele, viele hatten wir in den letzten Jahren schon. Und heute haben wir eine mittlerweile liebe Freundin, denn sie besucht jedes Jahr mindestens einmal den Dresdner Striezelmarkt, besucht uns auch backstage, wie man so schön zu sagen pflegt. Und sie hat zahlreiche Fernsehsendungen, kümmert sich um Tiere, vermittelt die Tiere, begrüßt mit mir und einem riesen Applaus unsere Freundin am heutigen Tag zu einem wunderbaren Weihnachtskonzert, Uta Brisan. Bitteschön. Dankeschön, lieber guter Weihnachtsmann. Ich hoffe, wir sehen uns dann später nochmal. Hallo, ich grüße Sie alle. Wieder ist ein Jahr vergangen, Glocken fielen über Nacht, und es hat uns der Dezember heimlich Weisen mitgebracht. Damals zählte ich die Tage, fragte nach dem Weihnachtsmann, hoffte, dass er meine Wünsche kennt und auch erfüllen kann. Märchen las ich abends gern bei uns zu Hause am Kamin, sah mit meinen Kinderaugen Glück und Leid vorüberziehen. Weihrauch duft so durch die Räume, Räuchermännchen waren bereit, Pfeife schmauchend wünschten sie mir eine frohe Weihnachtszeit. Offen hört ich's aus dem Keller, Heinzelmännchen sollten sein, doch warum war Mutter dann jeden Tag im Haus allein? Vor dem Tor den dicken Schnee, man zierte ein Zylinderhut auf die lange Möhrennase, und der Besen stand in ihm gut. Zugefroren schlief der kleine See schon lange unterm Eis. Blumen an den Fensterscheiben, wenn die Glocken wirklich leis. Kätzchen Luft zog durch die Räume, Bäumchen stand im fester Streit, und gemeinsam wünschten wir uns eine frohe Weihnachtszeit. Einen wunderschönen dritten Advent. Ich freue mich, dass ich heute zum Pyramidenfest hier dabei sein darf, dass Sie alle gekommen sind und dass wir heute hier einen schönen Nachmittag und Abend gemeinsam verbringen können. Und bei mir werden natürlich die schönsten Erinnerungen wach, wenn ich hier auf der Bühne stehe. Denn vor vielen, vielen Jahren war ich hier schon mal die Goldmarie, über viele Jahre hinweg. Und es hat immer wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit den Kollegen gemeinsam hier auf der Bühne zu stehen. Ich bin fast ein bisschen traurig, dass ich heute hier so ganz alleine stehe. Aber ich glaube, der Weihnachtsmann, der kommt mich dann später auch noch mal besuchen. Ja, apropos Weihnachtsmann. Jetzt ist es ja gar nicht mehr so lange hin, ne?
Wie oft müssen wir noch schlafen, bis der Weihnachtsmann kommt? Jetzt frage ich mal die Kinder. Kinder, wo seid ihr denn alle? Kommt mal ein bisschen vor zu mir. Ja, da könnt ihr besser sehen. Ne? Die Kleinen nach vorn, die Großen nach hinten. Ja, so muss es sein. So, also wie viel mal müssen wir noch schlafen, bis der Weihnachtsmann kommt? Mal ganz schnell nachzählen. Achtmal, ne? Achtmal. Ne? Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Achtmal. Achtmal werden wir noch wach. Heißer dann ist Weihnachtstag. Oh. Und seid ihr denn schon so richtig aufgeregt? Freust du dich auf den Weihnachtsmann? Ja. Hast du denn schon einen Wunschzettel abgegeben? Ja. Ja, aber steht da alles drauf? Ja. Ja, steht da drauf. Ach, na, da hat der Weihnachtsmann ja gar nicht viel zu tun, ne? Da ist ja alles schon in Ordnung. Ach, wunderbar. Solche Wunschzettel liebt der Weihnachtsmann. Wenn die Kinder so, alles okay, bin wunschlos glücklich, ich brauche eigentlich gar nichts. Aber das eine ist ja die Geschenke. Aber was feiern wir denn eigentlich für ein Fest? Weihnachten. Was ist denn überhaupt Weihnachten, Kinder? Wisst ihr das schon? Da gibt es natürlich viele Geschenke, aber warum gibt es denn da viele Geschenke? Was feiern wir denn überhaupt am 24. Dezember? Das weißt du nicht. Naja, wer weiß es denn von euch? Jesus Geburt. Jesus ist geboren, genau. Das Jesuskind wurde geboren am Heiligabend, am 24. Dezember. Zu Bethlehem geboren. Und ja, vielleicht haben Sie ja jetzt Lust, einfach ein bisschen mitzusingen. Adventskranz. Es war ganz still. So still, dass man hören konnte, wie die Kerzen miteinander zu flüstern begannen. Die erste Kerze seufzte und sagte: Ich heiße Frieden. Mein Licht leuchtet, aber die Menschen halten keinen Frieden. Sie wollen mich nicht. Ihr Licht wurde immer kleiner und verlösch schließlich ganz. Die zweite Kerze flackerte und sagte: Ich heiße Glauben, aber ich bin überflüssig. Die Menschen wollen keinen Glauben. Es hat keinen Sinn mehr, dass ich brenne. Ein Luftzug wehte durch den Raum und die zweite Kerze ging aus. Leise und sehr traurig meldete sich die dritte Kerze zu Wort. Ich heiße Liebe, aber ich habe keine Kraft mehr zu brennen. Die Menschen beachten mich nicht, sie sehen nur sich selbst und nicht die anderen, die ihre Liebe brauchen. Und mit einem letzten Aufflackern verlöschte auch dieses Licht. Da kam ein Kind in das Zimmer. Es schaute die Kerzen an und sagte: Aber ihr sollt doch brennen und nicht aus sein. Und fast fing es an zu weinen. Da meldete sich die vierte Kerze zu Wort. Sie sagte: Hab keine Angst. Solange ich brenne, können wir auch die anderen Kerzen wieder zum Leuchten bringen. Denn ich
heiße Hoffnung. Mit einem Streichholz nahm das Kind Licht von dieser Kerze und zündete die anderen Lichter wieder an. Es geht mir wirklich gut, doch manchmal werde ich still in diesen Tagen. Momente der Besinnung, manche Schicksal auf der Welt. Ich schaue in mich hinein und höre mich sagen, tausend Dank für das, was mich umgibt. Manchmal ist es ja so, ne, dass man sich so ein bisschen wertlos vorkommt. Dass man immer sagt, ach, die anderen sind eigentlich viel besser und viel größer und haben mehr Erfolg. Und was bin ich eigentlich? Ach, und dann ist man manchmal so ein bisschen traurig drüber. Und so ging das auch einem kleinen Baumwollfaden. Und die Geschichte von dem kleinen Baumwollfaden, die möchte ich euch jetzt ganz kurz vorlesen. Es war einmal ein kleiner Baumwollfaden. Der hatte Angst, dass es nicht ausreicht, so wie er war. Für einen Schiffstau bin ich viel zu schwach und für einen Pullover zu kurz. An andere anzuknüpfen habe ich viel zu viele Hemmungen. Für eine Stickerei eigne ich mich auch nicht und dazu bin ich auch noch blass und farblos. Niemand braucht mich, niemand mag mich. Und ich mich selbst am wenigsten. So sprach der kleine Baumwollfaden. Da klopfte ein Klümpchen Wachs an seine Tür und sagte, lass dich doch nicht so hängen. Ich habe da so eine Idee. Weißt du was? Wir beide tun uns zusammen. Für eine Weihnachtskerze bist du zwar als doch zu kurz, aber für ein Teelicht reicht es allemal.
Da war der kleine Baumwollfaden ganz glücklich, tat sich mit dem Klümpchen Wachs zusammen und sagte, nun hat mein Dasein doch einen Sinn. Und wer weiß, vielleicht gibt es in der Welt noch mehr kurze Baumwollfäden und kleine Wachsklümpchen, die sich zusammentun könnten, um der Welt zu leuchten.